Willkommen in Poing! Ja, wir haben heute wieder mal tatsächlich die Chance, ein Musterhaus oder besser gesagt das neueste Musterhaus von Schwörerhaus anzugucken. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Los geht's! Heute ist die Musterhauseröffnung in München, in Poing, im Bauzentrum, und wir weihen unser neues Musterhaus ein. Ja, das Besondere an dem Haus ist, von außen sieht es zunächst mal aus wie ein ganz normales Einfamilienhaus, aber in Wirklichkeit enthält es 3 Wohneinheiten. Wir freuen uns wirklich riesig, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen, dass wir heute das neueste Musterhaus von Schwörerhaus eröffnen dürfen. Eben auch, um weitere Komponenten der Wohngesundheit wie Licht und Luft mit Endgeräten für die Bewohner steuern zu können. Mein persönliches Highlight ist eigentlich wirklich der Wohnbereich, Koch-Ess-Wohnbereich in diesem kleinen Doppelhaus, auch mit diesem tollen Sitz-Panorama-Fenster. Das hat mich fasziniert, weil auf ganz wenig Fläche, klugen Grundrissen, trotzdem viel Platz geschaffen werden kann. Also was mir an diesem Haus besonders gut gefällt, ist, dass einfach hier sich ganz viele Komponenten begegnen. Das einfach von dem guten Schallschutz, dem guten Lichtkonzept, natürlich auch gesundheitsgeprüfte Produkte und dann neben dem auch noch eine intelligente und schöne Architektur. Wenn sich diese Sachen vereinen, dass es schön ist und gesund, dann finde ich es besonders gut gelungen. Daher erstmalig in Europa darf ich Ihnen das überreichen. Vielen Dank und Glückwunsch. Tageslicht ist super wichtig für den Innenraum. Man sieht hier super schön, wie lichtdurchflutet diese Wohnung ist. Hier haben wir ein Schlafzimmer und dann kann man schön Rollladen runterfahren. So, man kontrolliert auch das Tageslicht ganz schön, aber man sieht, wie wunderbar modernes Leben hier möglich ist. Also das ist mal die perfekte Kombination zwischen Moderne im Landhausstil. Absolut. Hüttenzauber modern. Genau, könnt ihr euch alles angucken hier in Poing, aber wir sagen nur Vorsicht. Weil die Gefahr, dass ihr das dann auch so bauen wollt, ist sehr, sehr groß.